Der Tresor Safe 3, unser Testsieger. Wir haben 25 Hardware-Wallets in 7 Kategorien verglichen. Maximale Sicherheit und einfache Bedienung. Aber der erste Schritt kann kompliziert wirken, vor allem wenn es deine erste Hardware-Wallet ist. Deswegen zeigen wir dir heute Schritt für Schritt, wie du deinen Safe 3 einrichtest, absicherst und deine Kryptowährung verwaltest. Und wenn du in der Vergangenheit schon mal eine andere Hardware-Wallet genutzt hast, zeigen wir dir auch, wie du deine Kryptos sicher auf den Safe 3 übertragen kannst. Was geht ab? Wir hoffen, es geht dir gut und freuen uns, dass du wieder am Start bist. Das war der Andi, ich bin Pete von LightUp und wir helfen dir dabei, die Welt der Kryptos besser zu verstehen. Starten wir mit einem kurzen Überblick. Falls dich das nicht interessiert, kannst du mit den Timestamps unten zum nächsten Kapitel springen. Tresor gibt es schon seit 2013 und das Unternehmen sitzt in Europa. Gute Voraussetzungen für einen hohen Trust-Score. Mit dem Safe 3 bietet Tresor eine relativ günstige Hardware-Wallet mit hohen Sicherheitsstandards. Der Safe 3 kostet aktuell nur 79 Euro und ist damit deutlich günstiger als sein großer Bruder, der Safe 5. Der große Unterschied: beim Safe 3 navigierst du über 2 physische Tasten, beim Safe 5 über einen Touchscreen. Dafür bieten beide Modelle maximale Sicherheit. Der EAL 6 Plus Secure Element Chip schützt sich sowohl vor Online- als auch vor Offline-Bedrohungen. Dazu kommt das Slip 39 Multishare Backup. Damit kannst du deine Seed Phrase in bis zu 16 Teile aufteilen und an verschiedenen Orten sichern. Nur wenn die festgelegte Anzahl an Teilen verfügbar ist, kannst du wieder auf deine Wallet zugreifen. Das sorgt für noch mehr Sicherheit. Was den Tresor Safe 3 so besonders macht: er ist komplett Open Source und der Chip ist NDA-frei. Das heißt, Tresor hat den gesamten Quellcode offengelegt. Diese Transparenz bieten nicht viele Hersteller und das macht den Safe 3 zu einem der sichersten Wallets in seiner Preisklasse. Und natürlich unterstützt der Safe 3 auch tausende Coins und Tokens. Aber Achtung, das heißt nicht automatisch, dass dein Lieblingscoin auch dabei ist. Die meisten davon sind ERC20 Token. Hier siehst du, welche Blockchain-Netzwerke der Safe 3 unterstützt. Farblich hast du die Wahl zwischen Schwarz, Silber, Gold, Pink oder Orange für alle Bitcoin-Only-Fans. Insgesamt ist der Safe 3 perfekt für Einsteiger oder Hodler, die eine sichere und zuverlässige Hardware-Wallet suchen und das zu einem fairen Preis. Als erstes musst du die Tresor Suite herunterladen. Das ist ein Softwareprogramm, mit dem du deinen Safe 3 einrichten und deine Kryptos verwalten kannst. Wichtig: such nicht über Google oder irgendeine andere Seite nach der Tresor Suite. Geh auf diesen Link oder auf die offizielle Website von Tresor und dann auf App. Jetzt hast du mehrere Möglichkeiten. Du kannst dir die Tresor Suite für Mac, Windows oder Linux herunterladen oder die Webversion benutzen. Es gibt auch eine iOS- oder Android-App mit eingeschränkten Funktionen, aber dazu später mehr. Wir nutzen einen Mac, deswegen laden wir uns diese Version herunter. Grundsätzlich sind die aber alle gleich. Nach dem Download sollst du diese Benutzeroberfläche sehen. Die anonyme Datenerfassung kannst du aktivieren, musst du aber nicht. Klicke dann auf Bestätigen und jetzt musst du deinen Safe 3 mit deinem Computer verbinden. Wichtig dabei: wenn du das Gerät zum ersten Mal auspackst, solltest du 2 Sicherheitssiegel sehen. Einen an der Verpackung und einen am Gerät selbst. Wenn ein Siegel beschädigt sein sollte, dokumentier das Ganze und reklamier ein neues Gerät beim Tresor Kundensupport. Wenn alles passt, kannst du die Sicherheitssiegel entfernen und deinen Safe 3 mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel an deinen Computer anschließen. Falls das Gerät nicht sofort erkannt wird, kannst du hier auf "Du siehst deinen Tresor immer noch nicht" klicken. Aber normalerweise taucht es nach ein paar Sekunden auf. Wenn du dein Safe 3 bekommst, sollte keine Firmware drauf sein. Das macht Tresor aus Sicherheitsgründen. Weil wir das Gerät aber schon für dieses Tutorial eingerichtet haben, ist dir schon eine Firmware installiert. Wir haben es nur auf die Werkseinstellung zurückgesetzt. Also dein Bildschirm wird ein wenig anders aussehen. Der nächste Schritt ist die Überprüfung deines Geräts. Das ist nochmal wichtig, um Zuverlässigkeit, Integrität und eine sichere Verwendung zu gewährleisten. Klicke in der Tresor Suite auf Starten, bestätige das dann auf deinem Safe 3, indem du die rechte Taste Zulassen drückst und dann wieder in der Suite auf Weiter. Nach ein paar Sekunden sollst du diese Benutzeroberfläche sehen. Das kurze Tutorial kannst du überspringen. Da wird dir im Grunde nur gezeigt, wie du das Gerät bedienst, wie man die Tasten benutzt, zum Beispiel gedrückt halten, um zu bestätigen, oder hoch und runter springt. Aber das machen wir gleich noch zusammen. Nachdem du auf Weiter geklickt hast, kannst du jetzt ein Wallet erstellen oder importieren. Das ist der wichtigste Schritt während der Einrichtung. Du hast hier 2 Optionen. Entweder eine bestehende Wallet wiederherstellen oder eine neue Wallet erstellen. Falls du bereits eine Seed Phrase hast, zum Beispiel von einem Ledger oder einer anderen Tresor Wallet, kannst du diese in deinen Safe 3 importieren. Tresor unterstützt Seed Phrases mit 12, 18, 20 und 24 Wörtern. Für dieses Tutorial werden wir aber eine neue Wallet mit einer neuen Seed Phrase erstellen. Tippe dazu auf "Neues Wallet erstellen". Jetzt gibt es mehrere Optionen für dein Backup: Einzelshare, Multishare, 12 Wörter oder 24 Wörter. Beim Einzelshare Backup erhältst du 20 Wörter, mit denen du deine Wallet wiederherstellen kannst. Das Besondere dabei:
Du kannst später jederzeit auf ein Multishare-Backup wechseln. Das bietet noch mehr Sicherheit, weil du deine Seed Phrase in bis zu 16 Teile aufteilen und an verschiedenen Orten aufbewahren kannst. Und nur wenn die festgelegte Anzahl an Teilen verfügbar ist, kannst du auf deine Wallet zugreifen. Das 12-Wörter-Backup ist der Standard. Und die 24 Wörter sind auch weit verbreitet. Viele Wallets wie MetaMask nutzen eine ähnliche Methode. Wichtig dabei der Hinweis von Trezor. Für veraltete Backups ist das Upgrade auf ein Multishare nicht so einfach möglich. Und weil wir uns die Option auf das Upgrade offen halten wollen, wählen wir jetzt auch erstmal das Einzelshare-Backup aus. Einfach anklicken und dann auf Wallet erstellen. Jetzt musst du auf deinem Safe 3 noch den AGBs zustimmen, indem du die rechte Taste drückst. Und dann auf Wallet erstellen. Das dauert nur ein paar Sekunden. Und schon ist deine neue Wallet erstellt. Jetzt musst du noch deine Seed Phrase aufschreiben. Überspringe diesen Schritt auf gar keinen Fall. Klicke auf Weiter zum Backup und hake die Kästchen ab. Mit deinem Wallet kannst du deine Assets retten, wenn du deinen Tresor verlierst oder beschädigst. Mache kein Foto von deinem Backup und speichere es niemals digital. Verwahre dein Wallet-Backup an einem sicheren Ort und teile es mit niemandem. Damit bestätigst du einfach nur, dass du verstehst, wie wichtig dein Seed Phrase ist. Klicke dann auf Wallet-Backup erstellen. Jetzt musst du wieder zum Safe 3 wechseln. Den Backup-Prozess machen wir nämlich direkt auf der Wallet und nicht auf dem Computer. Safety first. Drücke die rechte Taste, um weiterzukommen. Und dann beide Tasten gleichzeitig, um zu bestätigen. Dann wieder die rechte Taste, um die Wörter anzuzeigen. Wichtig, schreib dir diese Wörter jetzt alle auf ein Blatt Papier auf, in der richtigen Reihenfolge. Wenn du die Wörter falsch aufschreibst, wirst du deine Wallet nicht wiederherstellen können und den Zugang zu deinen Kryptoassets verlieren. Also, halt das Video jetzt an und schreib dir alle Wörter in der richtigen Reihenfolge auf. Mit der linken und rechten Taste kannst du hoch und runter springen. Wenn du fertig bist, halte die rechte Taste gedrückt, um zu bestätigen, dass du alle Wörter aufgeschrieben hast. Drücke die rechte Taste, um weiterzukommen. Und wähle dann das Wort aus, welches sich an dieser Stelle befindet. Mit den Tasten kannst du nach rechts und links springen. Wenn du beide Tasten gedrückt hältst, bestätigst du die Eingabe. Das Ganze musst du insgesamt dreimal machen. Dann noch einmal auf Weiter und schon ist dein Backup abgeschlossen. Jetzt musst du wieder in die Tresor-Suite wechseln, um deine PIN einzurichten. Damit verhinderst du, dass jemand unbefugt auf dein physisches Gerät zugreifen kann. Achte darauf, dass sie sicher ist, also nicht so etwas wie dein Geburtsdatum. Wenn du sie dir merken kannst, perfekt. Wenn nicht, schreib sie auch auf und bewahre sie zusammen mit deiner Seed Phrase auf. Manche sagen zwar, man soll das getrennt aufbewahren, aber wenn jemand Zugriff auf deine Seed Phrase hat, hat er sowieso Zugang zu deiner Wallet. Also kannst du auch alles zusammen aufbewahren, damit du es leichter findest. Klicke auf deinem Computer auf Mit PIN fortfahren und dann auf PIN festlegen. Jetzt musst du wieder auf den Safe 3 wechseln für zusätzliche Sicherheit. Drücke die rechte Taste, um den PIN-Schutz zu aktivieren. Deine PIN kann zwischen 4 und 50 Ziffern lang sein. Mit der rechten Taste bestätigen und dann nochmal bestätigen, bis du deine PIN eingeben kannst. Mit den Tasten springst du nach links und rechts und wenn du beide gedrückt hältst, bestätigst du die Zahl. Halt auch hier wieder das Video an, bis du deine PIN festgelegt hast. Dann spring nach rechts, bis du eingeben siehst. Und dann drück beide Tasten, um zu bestätigen. Jetzt musst du die PIN nochmal eingeben. Doppelt tippen, um zu bestätigen. Es dauert ein paar Sekunden, um zu überprüfen, ob deine PIN korrekt ist. Dann ist dein PIN-Schutz aktiviert. Klicke auf Weiter und falls noch nicht getan, schreib sie dir auf. Du kannst deine PIN aber auch jederzeit zurücksetzen. Wie das geht, zeigen wir dir gleich. Jetzt schauen wir uns erstmal an, wie du Kryptowährung in deiner Wallet aktivierst. Klicke in der Trezor Suite auf Weiter. Und dann kannst du auswählen, welche Coins standardmäßig angezeigt werden sollen. Du kannst später jederzeit mehr Coins hinzufügen. Wir nehmen jetzt einfach mal nur die Basics. Bitcoin, Ethereum, Cardano, Ripple und Solana. Dann klicken wir auf Einrichtung abschließen. Und das war's auch schon. Jetzt kannst du noch den Namen deiner Wallet bearbeiten. Das macht vor allem dann Sinn, wenn du mehrere Hardware-Wallets hast und unterschiedliche Portfolios verwaltest. So kannst du dir besser merken, welche Wallet wofür ist. Wir nennen die jetzt einfach mal LightUp. Das musst du dann noch auf deinem Safe 3 bestätigen. Erst PIN eingeben und dann die rechte Taste mit Ändern drücken. Klicke dann auf deinem Computer auf Suite zugreifen. Jetzt kannst du noch auswählen, ob dein Guthaben angezeigt werden soll, nachdem du dein Tresor getrennt hast. Das ist unserer Meinung nach nicht notwendig. Deswegen klicken wir hier auf Überspringen. Und fertig ist die Einrichtung. Das erste, was du jetzt wahrscheinlich machen willst, ist Kryptowährung zu empfangen. Entweder von einer Börse oder von einer anderen Hardware-Wallet. In der Trezor Suite hast du links eine Übersicht deiner Standardkonten. Du kannst aber auch über das Plus weitere Konten hinzufügen. Einfach auswählen und dann den grünen Button bestätigen. Wichtig dabei, du siehst hier nur die jeweiligen Blockchain-Netzwerke, die Trezor unterstützt.
Die meisten Kryptowährungen sind ERC-20-Token, die auf Ethereum laufen. Also wenn du zum Beispiel Pepe auf deinem Safe3 empfangen willst, musst du ihn an deine Ethereum-Adresse senden. Wir wollen jetzt aber erstmal nur Bitcoin empfangen. Klicken links unter Standardkonten auf Bitcoin und dann auf Erhalte BTC. Um die vollständige Adresse sehen zu können, musst du das Ganze auf deinem Safe3 bestätigen. Eventuell PIN eingeben und dann musst du überprüfen, ob die auf dem Bildschirm angezeigte Adresse mit der Adresse auf dem Safe3 übereinstimmt. Falls ja, beide Tasten gleichzeitig drücken, um zu bestätigen. Dann kannst du den QR-Code verwenden oder einfach die Zieladresse da reinkopieren, von wo du deine BTC senden willst. Dafür nutzen wir jetzt einfach mal unseren Testsieger Bitpanda. Wähle unten Trade aus und klicke dann rechts auf Senden. Jetzt wählst du das Asset aus, also BTC. Klickst auf Weiter, Verstanden und dann kopierst du die Zieladresse vom Tresor rein. Oder noch einfacher, du klickst oben rechts auf den QR-Code und scannst ihn ab. Dann wählst du den Betrag aus. Wenn du dir unsicher bist, nimm erstmal nur einen Testbetrag. Dann klickst du auf Weiter, bestätigst das Ganze, klickst unten auf den grünen Button Transfer. Es kann sein, dass du die Transaktion jetzt noch über die Zwei-Faktor-Authentifizierung oder über deine E-Mail-Adresse bestätigen musst. Und dann dauert es noch ein paar Minuten, bis deine Coins in deiner Tresor-Wallet angekommen sind. Du kannst in der Trezor Suite aber nicht nur Kryptowährungen empfangen, sondern auch kaufen, verkaufen und tauschen. Wenn wir jetzt zum Beispiel unter Standardkonten auf Bitcoin klicken, siehst du rechts oben die Option Handel. Hier kannst du jetzt ganz einfach den Betrag eingeben und die Zahlungsmethode auswählen. Kreditkarte, PayPal, Banküberweisung, SEPA und viele weitere. Rechts wird dir dann immer das beste Angebot angezeigt. Du kannst aber auch alle Angebote miteinander vergleichen. Der größte Vorteil, wenn du über die Trezor Suite kaufst, landen die Kryptos direkt in deiner Cold Wallet. Der größte Nachteil, die Gebühren sind natürlich etwas höher als bei einer normalen Kryptobörse. In unserem Test waren es mit der Banküberweisung 2,12%. Das gleiche gilt auch für das Verkaufen oder für das Tauschen von Kryptowährungen. Unter dem Reiter DCA kannst du dir auch eine App runterladen, die von Satoshi Labs entwickelt wurde, also dem Hersteller von Trezor Wallets, um eine Sparplanfunktion anzubieten. Aber auch hier ist der zusätzliche Komfort mit zusätzlichen Kosten verbunden. Wenn dich das interessiert, probier es einfach mal aus. Wenn nicht, bleib einfach bei dem Standardvorgehen. Kryptos auf einer zentralisierten Börse kaufen und dann direkt in eine Trezor Wallet verschieben. Viele fragen sich sicherlich auch, ob man mit einer Trezor Wallet staken kann. Ja, das geht. Dafür brauchst du aber eine Kryptowährung mit Proof of Stake Blockchain. Deswegen haben wir uns jetzt mal ein paar ADA in unsere Trezor Wallet geschickt. Genauso wie wir es eben mit BTC gemacht haben. Wenn du das noch nicht hast, dann halt auch hier kurz an und wiederhol den Prozess. Wenn deine ADA in deiner Trezor Wallet angekommen ist, sollte dein Dashboard so aussehen. Jetzt kannst du staken. Unter Standardkonten gehst du wieder auf Cardano und klickst dann auf den Tab Staking. Delegieren auswählen und dann die Transaktion mehrmals auf deinem Safe3 bestätigen. Es gibt aber ein paar Dinge, die du wissen solltest. So wie bei vielen anderen Hardware-Wallets hast du bei Trezor auch keine Möglichkeit, einen spezifischen Stake-Pool auszuwählen. Dein Stake wird automatisch den von Trezor festgelegten Pools zugeordnet. Diese Pools sind in der Regel teurer als andere. Das heißt, dass du einen höheren Anteil deiner Staking-Belohnung abgeben musst, als bei der Nutzung anderer Pools. Nachdem du delegiert hast, kannst du die Belohnung in deinem Dashboard einsehen. Diese Belohnung kannst du dir jederzeit auszahlen lassen, sobald sie gut geschrieben sind. Jetzt schauen wir uns nochmal kurz an, welche weiteren Funktionen die Trezor Suite bietet. Unter Einstellungen hast du drei Reiter: Anwendung, Gerät und Coins. Unter Anwendung und Lokalisierung kannst du Sprache, Fiat-Währung und Bitcoin-Einheiten auswählen. Unter Labeling kannst du deine Wallets, Konten und Adressen benennen. Unter Tor kannst du den gesamten Datenverkehr der Trezor Suite über das Tor-Netzwerk leiten, um Privatsphäre und Sicherheit nochmal zu erhöhen. Das ist ein ganz cooles Feature, aber leider wird dadurch die Verbindung auch deutlich langsamer. Dann kannst du noch das Farbschema, die Adressanzeige und die Datennutzung anpassen. Unter Gerät kannst du dein Backup überprüfen oder zum Multishare-Backup wechseln. Unter Wallet-Typ kannst du auswählen, welche Option standardmäßig beim Start der Trezor Suite verwendet werden soll. Mit Passphrase hast du nochmal einen zusätzlichen Schutz. Bei Firmware kannst du abchecken, ob sich deine Firmware auf dem neuesten Stand befindet und gegebenenfalls Updates vornehmen. In der Regel sagt dir das die Suite aber auch selbst. Und wenn du nur BTC speichern möchtest, kannst du hier auch zum Bitcoin-Only-Modus wechseln. Wir würden dir aber empfehlen, bei der normalen Firmware zu bleiben, wenn du zukünftig auch mal andere Coins speichern willst. Unter Sicherheit kannst du deine PIN einschalten, ausschalten und ändern.
Und Coins haben wir eben schon besprochen. Hier kannst du neue Netzwerke hinzufügen. Dich hier einfach mal in Ruhe durch. Und wenn du Fragen dazu hast, schreib es in die Kommentare. Wenn du fertig bist mit der Nutzung deiner Tresor-Wallet, klicke links oben neben dem Wallet-Namen auf den Pfeil und dann auf Auswerfen. Ähnlich wie beim USB-Stick, bevor du das Gerät vom Computer trennst. Also, was sind jetzt die Vorteile des Safe 3? Erstens, hoher Trust Score. 2013 gegründet, ein Firmensitz in Europa, 100% Open Source. Zweitens, maximale Sicherheit. EAL6 Plus Secure Element Chip, Multi-Share Backup und alle Eingaben erfolgen direkt auf dem Gerät. Drittens, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit 79 Euro ist der Safe 3 deutlich günstiger als der Safe 5, bietet aber viele der gleichen Funktionen. Viertens, Unterstützung für tausende Kryptowährungen. Ja, die Trezor Suite unterstützt nur einige Blockchain-Netzwerke, aber darüber kannst du mehr als 1000 verschiedene Tokens verwalten. Und zu den Nachteilen des Safe 3. Erstens, kein Touchscreen. Im Vergleich zum Safe 5 fehlt der Touchscreen. Stattdessen navigierst du mit zwei physischen Tasten. Das ist vielleicht nicht ganz so modern, aber immer noch gut zu bedienen. Zweitens, Kundensupport. Der ist gut, aber nur auf Englisch. Insgesamt ist der Trezor Safe 3 unserer Meinung nach für alle, die eine sichere und zuverlässige Hardware-Wallet zu einem fairen Preis suchen. Wichtig, kauf deinen Safe 3 immer direkt beim Hersteller, um manipulierte Geräte von Drittanbietern zu vermeiden. Unten in der Videobeschreibung findest du einen Link, der dich direkt zu Trezor bringt. Damit unterstützt du auch unseren Kanal. Danke für deine Zeit. Und bis zum nächsten Mal bei Light Up.